Wir alle haben gestern diskutiert über das Tor von Wamangituka, dem Stuttgarter Spieler, der ja aufs leere Tor zulief, dann verzögerte, fast schon spazierte, tänzelte quasi davor und dann den Ball ganz sanft ins Tor schob. Und viele haben sich aufgeregt, gesagt, Zeitspiel, ein unsportliches Tor. Die Stuttgarter sahen das naturgemäß anders, sagen, ey, das ist doch legitim. Es gab im Anschluss eine gelbe Karte. Was interessant ist, diese gelbe Karte, ich habe einen Bericht dazu von Kinnhöfer gesehen, dem Schiri-Experten, der hat gesagt, ja, die gelbe Karte gab es danach für das Kopf an Kopf mit Selke und nicht für das Tor an sich, weil hätte er das für das Tor eine gelbe Karte gegeben, hätte er Freistoß geben müssen, der Schiri. Er hätte das Tor dann aberkennen müssen. Wenn er sagt, das Tor ist unsportlich, der hätte es nicht zählen dürfen. Er hätte es einen indirekten Freistoß für den Gegner geben müssen und das ist ja nicht passiert. Auf der anderen Seite, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und eigentlich war ja vor allem Selke der Aggressor. Warum sollte dafür dann eigentlich Wamangituka eine Gelb kriegen? Also ich weiß auch nicht ganz genau, wie man da dann die Regel ausgelegt hat, weil in der Tat gilt, ja, wenn es eine Unsportlichkeit ist, dann muss er das so abpfeifen. Die Leute, die quasi für ihn plädiert haben, haben gesagt, ey, so wenn man an der Eckfahne, wenn man da Zeit spielt, ist es ja auch egal. Wenn Verteidiger, Torhüter auf Zeit spielen, ist es ja, wird ja auch oft nichts unternommen. Warum soll es bei einem Stürmer? Warum soll beim Stürmer das jetzt so irgendwie, weil Leute hatten ja teilweise sogar eine Sperre gefordert, was ich jetzt auch zu krass finde. Ich habe mir das jetzt auch nochmal richtig ein paar Mal angeguckt und so, ja, finde ich es schön, nicht unbedingt. Finde ich jetzt respektlos? Nein, meiner Meinung nach. So, im Endeffekt ist für mich genau dasselbe, wie wenn jemand wirklich fast an der Eckfahne irgendwie steht und dann noch wartet, bis irgendwer kommt und so weiter und so fort. Also, sowas mag ich allgemein nicht gerne, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das muss jetzt sanktioniert werden mit irgendwie 5 Spielen oder sonst was. Nein, auf keinen Fall. Wamangituka hat sich selber auf Instagram dazu noch geäußert. Er sagte folgendes: Ich habe in jeder Phase des Spiels Respekt vor dem Gegner. Bei meinem zweiten Tor wollte ich für meine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel Zeit gewinnen. Auf keinen Fall wollte ich den Bremer Torhüter und meinen Gegenspieler provozieren, sagte der Spieler, der super schnell ist übrigens, von Stuttgart ein gutes Spiel machte, wie ich fand. Und ja, okay. Ich glaube, er wird es nicht nochmal tun. Allgemein und für mich persönlich finde ich das Ding gegessen jetzt. Ja, Bremen hat verloren. Und ja. Was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Klickt in die Mitte, komplett zum letzten Video. Wenn ihr nach Portugal reist, dann gibt es eine wichtige Regel bezüglich Cristiano Ronaldo, die ihr befolgen müsst. Was für eine Regel das ist, findet ihr raus, wenn ihr jetzt in dieser Sekunde in die Mitte klickt. Das war's von mir. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.